Meine Lieben, was geht? Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Mensch, willkommen zum ersten Video vom 10.000 Euro Hide and Seek Turnier. Wir spielen heute im Jumphouse in Köln. Big Baba geil. Ganz kurze Ansage hier aus der Corona-Quarantäne, bevor das hier missverstanden wird. Wir haben tatsächlich das Video, was ihr jetzt hier gerade seht, das haben wir vor 4 Wochen aufgenommen, noch in der Zeit der Vorbereitung. Das heißt sogar vor dem von Maxify, weil ich habe mit ihm auch darüber gesprochen, das ist alles abgeklärt. Er hat blöderweise eine Woche später das gleiche Video aufgenommen und hochgeladen mit den Verstecken. Das hier ist aber sowieso nur ein Teil unserer Verstecken-Serie. Freut euch auf jeden Fall auf die nächsten Parts. Nicht, dass ihr das missversteht, dass jetzt irgendwer denkt, ihr habt hier und da geklaut. Ist nicht der Fall. Alles cool mit Maxify. Wir sind so, ihr wisst schon. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Video. Peace. Wir haben 4 mutige Kandidaten, die sich in der ersten Vorrunde stellen werden. Am Ende gibt es 10.000 Euro im Finale zu gewinnen. Es ist eine Top-Sache. Und wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, könnt ihr gerne schon mal in die Kommentare schreiben, warum ihr dabei sein wollt. Dann nehmen wir euch direkt ins Halbfinale, einen von euch mit rein. Und wenn es euch gefallen hat, ja, ihr wisst, Daumen nach oben, bla bla bla. Das kennen wir alles. Jetzt geht es aber erstmal um unsere Kandidaten. Mit dabei ist heute niemand Geringeres als Selfie Sandra. Achso, es geht schon los. Ich bin Sandra, Passi, kennt ihr aus dem Office. Irgendwas, das so gut irgendwas. Hallo. Mo. Hallo, ich bin Mo. Dank euch bin ich im Halbfinale. Wenn ihr wollt, dass ich weiter im Dschungelcamp bleibe, will die 11 hier. Und irgendwie ist Emily mit dabei, keine Ahnung. Emily ist einfach eine random Freundin von uns, wir wissen auch nicht, warum sie hier ist. Mach ein Close-Up, ne? Okay. Nein. Bevor wir jetzt aber gleich ins Game starten, haben wir uns natürlich noch ein paar Gedanken gemacht. Es wäre überlangweilig, wenn wir hier in diesem riesigen Areal einfach suchen würden. Deshalb spielen wir gleich eine Runde Glücksrad. Und beim Glücksrad gibt es entweder geile Sachen oder schlechte Sachen. Zum Beispiel könnt ihr Pech haben und ihr kriegt ein Megafon, wo ihr draufdrücken müsst. Und dann kann ich euch natürlich einfacher finden. Wer zuerst ausscheidet, ist quasi raus. Wer zuletzt steht, kommt eine Runde weiter. Einfaches Spielprinzip, ich würde sagen, rüber zum Glücksrad. Let's go. Willkommen zum Crazy Glücksrad. Willkommen zum Crazy Glücksrad und jetzt werden wir zusammen das Rad drehen. Hier sind verschiedenste Möglichkeiten auf. Und nochmal, jetzt, damit ihr es auch endlich versteht, ihr dummen Idioten. Wenn ihr. Warum? Stehen bleiben? Wenn ihr unbedingt dabei sein wollt, Daumen oben da lassen, Kommentar schreiben, warum gerade ihr? Und dann werden wir euch einen von diesen ganzen Leuten, werden wir uns für das Halbfinale aussuchen. Passi, du stehst hier schon mal lieber, du darfst einmal das Rad drehen. Ich wünsche dir ganz viel Glück dabei, Mann. Abgedreht. Nein, du drehst jetzt das Rad. Dreh das verdammte Rad! Eine Grußkarte. Eine Grußkarte? Was ist das? Eine Grußkarte? Nett. Bestimmt so ein Happy Birthday Ding, oder? Ach komm. Mach mal auf. Was ist das? Ja, cool, passiert nichts. Perfekt, Mann. Die darfst du dann gleich einmal öffnen. Okay, Sandra, Casino kennst du. Ja, da gib ihm. Du hast gar keinen Bock, oder? Genau schreien. Nein! Doch, genau so. Nein! Scheiße! Ja, bitte nicht vors Glück klatschen. Ja. Nee. Ja, das ist doch alles nur noch dumm hier. Wo geht das Rad? Nochmal. Nein! Luftballon! Emily, dreh das Rad! Zieh mich los! Dreh das Rad! Leeres Feld! Oh. Was? Okay, also nochmal. Wir haben jetzt 3 Leute, die reingeschissen haben. Emily, wie auch immer, hat Glück gehabt. Ich weiß auch nicht genau warum. Okay. Ich würde sagen, wir gehen nach vorne. Ich fange an zu zählen. Bis gleich. Sandra, geh doch nicht dahin, wo der hingeht. Sandra, du musst dich verstecken. Leute, es geht um 10.000 Euro. Also von einem Teil zahle ich meine Schulden ab. Und von den restlichen 5 Euro gehe ich in die Spielung. Ich bleib, glaube ich, einfach die ganze Zeit in Bewegung. Okay, Leute, hier ist das Luftkissen und man kann so da reingehen. Das habe ich vorhin entdeckt. Ich weiß nicht, entweder ist das das schlauste Versteck oder das dümmste. Ich weiß gar nicht, ob ich hier reinkomme, Alter. Oh mein Gott. Komm hier rein. Und ey, noch das hier. Leg doch manche oben drüber. Versteck mich jetzt da hinten. Ich muss ein bisschen klettern. Wahrscheinlich geht auch die Kamera kaputt. Lass die da eben rufen. Alles für die 10.000, Alter. Ich schwöre. Ich bin unten am Trampolin. Ich würde sagen, wir können hier nochmal ganz kurz den Jumphouse in Köln danken. Falls ihr Bock habt auf einen kleinen Fit-Jump, Dodgeball, Vizen-Jump oder einen Business-Jump, was auch immer ein Business-Jump ist, I guess, checkt gerne den Link in der Infobox ab. Kuss, dass wir aufnehmen durften. Und glaubt mir, Leute, wir haben noch wilde andere Locations. 4 Vorrunden haben wir, dann geht es direkt von der Vorrunde. Was macht der da? Ihr könnt in 20 Sekunden kommen. Was? Was? 20 Sekunden? Nein. Weiter geht's. So, Leute, ich frag nicht wie, aber ich bin da jetzt da hochgeklettert. Bin jetzt in so einem Loch. Und jetzt verstecke ich mich. Okay, let's go. Let's go, komm, wir laufen los, Alter. Ja, hier wird keiner sein, glaube ich. Lass mal direkt loslaufen, komm. Jalla. Ich renne einfach direkt da rein, weil ich weiß, dass hier jemand ist. Bro, warum? Mach doch direkt, hier kommt Revi durchs Megafon. Hier kommt Revi. Warte, wo?
Halt's Maul, was? Wie schlecht! Wie schlecht einfach! Wie schlecht! Weg da, Kamera! Hä? Wie schlecht! Gib dein Ernst! Bleib stehen, Mann! Fick mich doch nicht, Basti! Oh, was für ein bekacktes Versteck! Du bist, wie heißt es noch? Disqualifiziert. Basti ist disqualifiziert. Boah, ich hab so Schiss. Somewhere under the trampoline. Okay, weiter. Warte, ich glaube, da ist wirklich jemand raus. Lass mal rausgehen. Hä? Die war gerade noch auf die Tür. Oh, hier ist niemand, okay. Digga, die Mitarbeiter haben natürlich mal wieder mich absolut weird angeguckt. Digga, hier sind doch bestimmt so Killerspinnen, Alter. Ich hab so eine Angst vor Spinnen. Ich versteck mich jetzt einfach in so einer Mülltüte. Ich hab jetzt so eine Mülltüte angezogen. Okay, man wird mich wahrscheinlich nicht sehen. Aber scheiße, 10.000 Euro. Okay, die GoPro filmt. Ja, das würde ich ja sehen, wenn hier einer drin ist. 100 Euro für denjenigen, der sich jetzt zahlt. Hör auf, das stimmt nicht! Okay, ich glaube, hier ist niemand. Hi! Mann, scheiße! Ist da keiner? Digga, hier ist nichts. Unter der Matte drunter sein, wa? Ja, warte. Ey, ich hab das dumme Gefühl, dass jemand hier unter diesem Trampolin irgendwie ist. Tobi? Sag einmal durch, Sandra soll laut schreien. Sandra, du sollst einmal schreien! Ah, ah! Oh, da, ne? Der war auf dem Luftkissen drauf. Der war auf dem Luftkissen, aber hat nicht in die Lücke geguckt. Tja. Hier ist ein Zahlenschloss dran. Dahinter, da unter. Kann da einer sein? Als Maul! Zähne! Nein! Oh mein Gott! Was für ein Versteck! Tobi war das. Wer hat das gesagt? Tobi war das. Niklas war das. Tobi, du kleiner Mann! Nein! Das ist ein heftiges Versteck! Das war Tobi, oder? Oh mein Gott, Bruder! Alle mein Like da lassen, wenn Niklas gekündigt werden soll. Niklas, du kleiner Kinder. Ja, Moritz, lass den Ballon platzen! Ich glaube, ich muss den Luftballon platzen. Nee. In die Richtung. Das hier ist alles clean, Mann. Tut mir leid. Hey, ich hab keinen Plan mehr. Digga, ich bleib hier, bis ich sterbe. Ich will ins Finale. Hey, bei euch läuft hier keiner rum, ne? Okay. Das Revi sehr nah an anderen, wisst ihr es? Frag Passi. Bam. Passi, ich geb dir den Hundi, wenn du snitchst. Nee, hier ist auch niemand drin. Ey, Sandra, ich schwöre, die f***en mich, die beiden. Wo sind sie? Sandra, weißt du, wo die anderen sind? Nur wissen, ob ja oder nein. Eine Person weiß ich, wo sie ist. Echt? Würde ja doch krassen. Ich schwöre dir. Du hast mich gesehen. Ey, ich schwöre es euch, ich hab's mir gedacht. Ich war nicht da drin, ich bin da in die Nähe. Okay. Okay, Mo, du hast gewonnen. Sei mal laut. Hab ich gewonnen? Hab ich gewonnen? Hat er gesagt, ich hab gewonnen? Oder ist das eine Falle? Moritz, du hast gewonnen, wo bist du? Okay, bleib da. Jana. Okay, Mo, wo bist du? Moritz, wo bist du? Guck mal. Hä? Oh, der ist nicht da. Der die Person. Halt dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Digga, ich bin hier eben noch lang. Alter Moritz, willkommen im... Heißt du da, mein Lieber? Alright, okay. Das war eine krank geile erste Runde, würde ich sagen, von Hide & Seek. Wenn ihr Bock auf die anderen Videos habt und mal wissen wollt, wer die Kandidaten so sind, checkt auf jeden Fall gerne die Infobox aus. Die sind alle verlinkt natürlich. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche schon wieder zu einer weiteren Folge in einem weiteren besonderen gesellschaftlichen Ereignis. Ihr werdet sehen, was die Location diesmal ist. Es wird wild, Mo. Kandidat Nummer 1 im fucking Halbfinale, yeah. Mein Lieber. Bro, Baba-Versteck, oder? Und ich würde sagen, wir kicken jetzt noch ein paar Backflips hier und sehen uns später wieder. Haut rein, bis morgen. Ciao.